So, ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Ich habe jetzt mal gedacht, ich nehme meine Kamera wieder in die Hand und dekoriere heute mit euch live. Ja, stehe mich vor der Tür. Ist, glaube ich, in gut 20 Tagen ist Herbstanfang. Und dann möchte ich, okay, ich dekoriere mal unsere Wohnung ein bisschen herbstlich. Es ist alles halt ziemlich kahl. Sofa, der Tisch, der Esstisch und draußen sieht es eigentlich auch nicht besser aus. Also jetzt ein Grill. Der Stubentisch ist auch noch nicht wirklich dekoriert und ja, auf dem Flur sieht es auch nicht besser aus. Und mein Schreibtisch und dieses Regal ist auch noch nicht herbstlich dekoriert. Also ich habe auf jeden Fall viel zu tun, damit ich meine Freundin schon behalten. Antwortet mir vorhin die Frage, habt ihr schon herbstlich dekoriert oder macht ihr es noch? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, würde ich sagen. Wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, das ist eigentlich mein ganzer Herbstkram. Das sind alles neue Sachen, die ich für euch abgefilmt habe. Oh mein Gott, Leute, es ist so unwahrscheinlich viel. Das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass es jetzt so viel ist. Als allererstes werde ich den Tiger da wegnehmen, weil da kommt das Bild erstmal hin. Und auch ein paar Sommersachen, die hier noch stehen auf dem Flur. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, ich würde jetzt einmal sagen, wir gehen jetzt einfach mal mit der Wohnwand, dem Balkon, den Esstisch und den Stubentisch. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal hier um den Esstisch. Ich habe mir neue Sets geholt. Als allererstes kommen die Sets jetzt weg, weil die sind überhaupt nicht herbstlich. Schön, aber passen jetzt nicht zum Thema. So, die Esssets liegen schon mal. Ich finde das super, super schön. Ich hatte so nach Herbst erwähnt, wusste ich von gar nichts davon, habe ich gerade entdeckt. Jetzt bin ich allerdings ein bisschen unschlüssig. Entweder ich lasse die Kerze da stehen mit dem Kerzentablett oder ich lasse das da stehen. Das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung mal wieder. Dadurch, dass wir vielleicht häufiger hier essen würden, würde ich wahrscheinlich eine Kerze vorziehen. Aber ich weiß nicht. Das fängt ja wunderbar an. Ja, alles Scheiße. Ja, da steht übrigens schon mein Fuchs. Oh, Leute, irgendwie total heiß ist mir. Keine Ahnung, mein Körper spielt total verrückt. Ja, Ich weiß nicht so, da bin ich ziemlich unzufrieden. Wenn die Esssets und die Servietten passen super, aber wenn ich da gar nichts hinstelle, sieht es noch beschissener aus. Ich glaube, ich lasse das mit der Kerze. Dadurch, dass wir, oder ich meistens sowieso hier sitzen werde, gerade zur Herbstzeit, und mein Fernseher machen werde oder mein Laptop anschließe, passt, finde ich, passt sich die Kerze gut dieses Schema an von Orangene ins Gelbe und Braune. Das harmoniert, glaube ich, richtig, richtig gut. Also werde ich es auf jeden Fall so lassen. Jetzt werden wir uns um diesen wunderschönen Esstisch kümmern. Besser gesagt, Stubentisch. So, beim Esstisch habe ich jetzt das transparente Ding hingestellt, weil ich finde, es harmoniert einfach besser. Ja, mit dem Wohnzimmertisch habe ich jetzt schon mal den Läufer hingelegt. Und das dahingestellt, ob ich es stehen lasse, weiß ich noch nicht so genau. Aber auf dem Flur hat sich schon einiges getan. Da habe ich oben die Deko weggeräumt und habe da Herbst hingestellt, so ein bisschen die Buchstaben vor und zurück. Ich finde es einfach schöner, als wenn die nebeneinander stehen. Jetzt werde ich erstmal meine zwei Kissen da beziehen und werde sie dann erstmal hier auf die Couch legen. So, die zwei braunen Kissen habe ich jetzt runtergenommen. Die Bezüge auch. Und hier sind diese wunderschönen Herbstkissen. Dadurch finde ich die Couch gerade reich perfekt. Ja, mit dem Wohnzimmertisch weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Ich kann da nichts draufstellen, dadurch, dass das so ein bisschen wackelt, die Girlande oder besser gesagt den Tischläufer. Oh, und jetzt bin ich überlegen, was ich hier mache. Da habe ich jetzt auch schon alles freigeräumt. Und irgendwie habe ich gerade total die Hitzewallung. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich werde es im Wohnzimmertisch machen und werde erstmal eine kleine Pause machen, weil irgendwas stimmt mit mir überhaupt nicht. So, der Balkon ist jetzt eigentlich auch schon fertig. Das einfach nur hier ist der Läufer, dann das Dekorativ, was ich mir jetzt vertont zusammengestellt habe, und die zwei Vogelkrähen auf jeder Seite.
Plus dieses wunderschöne Ding. Plus eine orange Pumpkin-Kerze. Damit ist der Balkon eigentlich auch schon komplett. Hier oben habe ich jetzt die orange Blätter gelandet, ja, weil alles so ein bisschen orange und gelb sein soll. Hier steht jetzt auch der Fuchs. Und hier habe ich jetzt die rote Blättergirlande hängen. Das heißt, so langsam nimmt das alles so ein bisschen Gestalt an. Aber was ich hier mache, weiß ich immer noch nicht. Das macht mich vogelig. Ich habe jetzt noch zwei Deko-Tabletts, Kerzen und habe jetzt allerdings auch noch, ja gut, die Küche, dass man eigentlich selten drehe. Theoretisch noch Arbeitszimmer und ja, also hier und Arbeitszimmer. Habe jetzt auch zwei Deko-Tabletts und ein bisschen Klinkerkram. Und auch das. So, ich zeige jetzt einmal mit der Stube. Ich bin damit jetzt eigentlich relativ zufrieden. Wie schon hier steht, mein kleiner Fuchs. Hier habe ich jetzt auch noch zwei, drei Sachen verändert. Hier habe ich zum Beispiel noch zwei Kürbisse hingepackt. Einen orangen, einen grünen. Und da finde ich, reicht es jetzt auch. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen dekoriert. Habe ich jetzt die zwei Teelichtgläser hingestellt. Und ein paar Kürbisse, Kunst, keine echten, und ein paar Kunstblätter. Hier oben habe ich die Girlande hingelegt. Hier ist jetzt der Stubentisch, da habe ich die zwei anderen Kerzenhalter hingelegt. Und das Blatt. Obwohl ich noch nicht so weiß, ob ich mit dem Esstisch ganz zufrieden bin, aber es ist der Stubentisch. So, ich habe jetzt drei verschiedene Plätze drauf gehabt, bis ich mich entschieden habe, es jetzt so zu belassen. Aus dem Grund, weil ich gedacht habe, du hast hier Blätter. Da sind auch Blätter drin. Das macht sich also wunderbar. Und da habe ich noch links und rechts ein Kürbis gepackt. Und das reicht. Finde ich persönlich. Weil man hat da die Kissen, man hat hier, man hat da, man hat da. So, nochmal ein Update. Ich habe jetzt aber fast 10 Minuten rumdekoriert. Irgendwie habe ich das alles nicht abgenommen. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Wie schon bei dem Esstisch, bei dem Stubentisch hat sich nicht verwendet. Das werde ich jetzt so lassen, weil es halt einfach zu überladen ist. Da ist Kissen. Hier ist was, da ist was und da ist was. Das ist mir sonst zu überladen. Und steht auch noch der Fuchs. Ja, hier finde ich es eigentlich auch ganz schön. Und ich kann euch jetzt nämlich kurz eine Kleinigkeit zeigen. Tada! Also haben wir jetzt hier theoretisch da. Dann haben wir hier Herbst. Und da haben wir die Girlande mit den Kürbissen und den süßen Igeln, was ich sehr, sehr cute finde. Hier in der Küche habe ich jetzt dieses Tablett hingestellt mit Kunstblättern und Kugeln und so Kunstmoos. Finde ich eigentlich auch vollkommen ausreichend. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier habe ich jetzt die Deko rausgeräumt. Vorher hatte ich das Blatt unten stehen. Ich wollte nämlich das Regal da reinmachen. Also das da rein, alles passt, ist von der Höhe nicht. Deswegen werde ich das Blatt da lassen und werde das hier so stehen lassen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und hier habe ich jetzt meine Kunststeine runtergenommen und habe da meine zwei Teelichtdinger drauf gemacht. So. Und hier haben wir natürlich noch unsere Blättergirlande, die ich vorletztes Jahr mal gemacht habe. Ja, das ist auf jeden Fall so das. Jetzt habe ich hier noch den Rest und verteile das noch. Alter Schwede, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange das jetzt alles gedauert hat. Boah, alleine ist alles aufzuräumen wieder. Also die Tüten gehen nach oben. Das ist Sommerdekoration. Und ich zeige jetzt einmal den Anfang. So, der Anfang startet hier. Man kommt ins Treppenhaus und dann sieht man hier sofort Willkommen und Herbst, was ich ziemlich cool finde. Dann kommen wir hier jetzt auf dem Flur. Die Schuhe müsst ihr ignorieren, die müssen leider noch zuschauen. Das sind meine ganzen Herbst- und Winterschuhe, die habe ich jetzt schon mal hochgeholt. Ja, dann kommen wir hier zur Garderobe. Hier liegt jetzt die Blättergirlande, zwei Zierkürbisse und noch dieses LED-Ding. Ich finde, eigentlich kann man das eigentlich auch ganz gut so stehen lassen. Dann haben wir hier den Herbst und noch hier die Blättergirlande. Dann gehen wir weiter in die Küche, da hat es jetzt nicht viel getan. Da steht jetzt theoretisch ein kleines Deko-Tablett. Den muss ich gleich noch wegpacken. So, dann geht es jetzt hier weiter. Und hier ist natürlich richtig schön, der Player. Mal gut, gerade beim Besuch empfängt, sind ja alle auch in der Stube. Dann haben wir hier unseren kleinen süßen Fuchs. Dann haben wir hier den wunderbaren Esstisch. Ich finde, es harmoniert ganz gut mit diesem Gelb und Orange. Finde ich super, super, super schön.
Da hinten nicht hingucken. Die Ecke muss ich auch noch, das sind eigentlich nur Herbst. Sachen zum Basteln, deswegen brauche ich es eigentlich nicht so, deswegen brauche ich es nicht wegräumen. Ja, dann geht es jetzt hier weiter. Hier haben wir jetzt unseren wunderschönen Stubentisch. Schlicht, aber trotzdem so ein bisschen das gewisse Etwas. Dann haben wir da unsere wunderschönen Herbstkissen. Dann haben wir hier einen schönen Herbst und die Herbstschale. Dann haben wir hier unsere Wohnwand dekoriert mit Kürbissen, Teelichtern und Blättern. Hier oben haben wir dann nochmal die Herbstgirlande und die weißen Kerzen. Und dann gehen wir jetzt nochmal eben raus auf den Balkon. Da habe ich nämlich auch noch einiges verändert. Also man kommt hier raus. Da habe ich noch den Kranz hingepackt, den ich vorher an der Tür hatte. Der hängt jetzt hier. Oder liegt jetzt hier. Dann haben wir hier dieses Home hingestellt. Und dann habe ich hier die... Der Läufer plus das von Thomas Phillips, was ich mir zusammengestellt habe. Und hier haben wir die süßen kleinen Figuren. Oh Leute, ihr wisst jetzt gar nicht, wie anstrengend das war. Ich habe jetzt allerdings keine Pause gemacht, wie ich es eigentlich wollte. Ich habe eigentlich in einem durchgearbeitet. Es hat jetzt für euch 10 Minuten gedauert. In einem Wirklichkeitsvideo halbe Stunde bis 40 Minuten. Aber so lange wollte ich das Video für euch nicht halten, weil sonst sagt ihr, ey, mach doch mal zu, wie lange willst denn du da filmen? Deswegen habe ich es jetzt im Schnelldurchlauf gemacht, habe ich immer so ein paar Sachen gezeigt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wollte jetzt keine 40 Minuten Video antun, weil so lange hat es gedauert. Das hat fast eine Stunde gedauert. Um 17 Uhr habe ich angefangen. Jetzt habe ich fast 18 Uhr. Ist schon. Hab ich. Ich bin eigentlich super, super zufrieden, muss ich sagen. Die Sachen müssen jetzt gleich noch nach oben. Und dann war es das eigentlich auch schon. So. Mein Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihr wieder einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben.